Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir und heute ranken wir alle Harry Potter Charaktere. Natürlich sind nicht alle Harry Potter Charaktere dabei, da würde das Video etwas lang werden. Und diesmal haben wir wieder 5 Kategorien. Die allererste Kategorie ganz oben ist absoluter Lieblingscharakter, bleib so wie du bist. Darunter ist deine Erwartungen übertroffen, darunter mit dir würde ich an Butterbier trinken gehen. Kategorie Nummer 4 ist dann wer, also jemanden, den es vielleicht nicht unbedingt bei Harry Potter gebraucht hätte oder an den man sich einfach nicht so gut erinnert. Und dann Kategorie Nummer 5, Avada Kedavra, also jemanden, ja, den ich absolut nicht leiden kann. Und ich würde sagen, los geht's. Charakter Nummer 1. Bellatrix Lestrange. Bellastrix? Oh, weiß ich nicht so. Ich weiß ja nicht. Ich finde, sie ist ein guter Bösewicht. Ich finde sie sogar ein bisschen cooler als Voldemort. Also sie ist auf jeden Fall nicht jemand, wo ich so denke, nee, die hätte irgendwie nicht in der Storyline dabei sein sollen. Vielleicht sogar Erwartungen übertroffen. Ich mag sie irgendwie sehr gerne als Charakter. Ich log sie oben ein. Erwartungen übertroffen. Ja, ich glaube, das werde ich noch bereuen. Okay, weiter geht's. Ich musste erstmal kurz nachfragen, wer das nochmal ist. Und ich glaube, wir haben die perfekte Kategorie dafür. Und zwar Bill Weasley. Bill und Fleur haben doch geheiratet. Oder war das Charlie und Fleur? Ah, ja, Bill und Fleur. Die haben doch das Haus, ja. Hm, das Ding ist, viel mehr weiß man über ihn nicht. Und ich finde, Bill, den hätte es nicht gebraucht. Tatsächlich würde ich den so ein bisschen, weil ich eben schon meinte, wer ist das eigentlich? Bei wer einen? Einsortieren. Weiter geht's mit Edward Cullen, aka Cedric Diggory. Der ist ein gutes Mittelmaß. Ich glaube, er ist ein guter Junge. Ich glaube, mit dem kann man Butterbier trinken gehen. Der hat Spaß. Ich glaube, der lockert. Der wird auch mal so ein bisschen aufgelockert, wenn er so ein bisschen Butterbier trinkt. Ich glaube, da ist gar kein Alkohol drin. Ich weiß das gar nicht. Aber ich würde sagen, mit dir würde ich ein Butterbier trinken gehen. Und ich glaube, der hat auch dann so genug Friends. Und dann hat man so eine coole Freundesgruppe. Ich sehe mich mit Cedric Diggory ein Butterbier trinken. Ja. Nächster Charakter ist Cho. Ich finde sie cute und ich mag auch den ganzen Film, weil das so richtig Teenie-Vibes hat, so Teenager das erste Mal in Love und so, das ist irgendwie cool. Aber sie so als Figur hat auch nicht viel gemacht, ne? Also to be honest, ich glaube Cho ist eine coole Person und ich glaube, ich würde sie bei mit dir würde ich am Butterbier trinken gehen einloggen, weil ich glaube, ich fange gerade an, da eine Freundesgruppe zusammenzustellen, mit der ich gerne was machen würde. Und da sehe ich Cho. Ich sehe mich da. In der Mitte. Weiter geht's. Dean Thomas. Der ist auch irgendwie ein bisschen lost. War der nicht mal mit Ginny zusammen? Ja, die waren zusammen irgendwie auch wieder Butterbier trinken. Ich bin schon wieder bei Butterbier trinken. Aber ich würde tatsächlich Dean Thomas so ein bisschen bei wer einloggen. Ohne ihn hätte es auch funktioniert. Ich bin jetzt nicht der größte Dean Thomas-Fan. Von daher mache ich das einfach mal. Ja, komm, bei wer? Gut. Alles klar. Schreibt mir gerne mal, wo ihr Dean eingeordnet hättet. Und next one, Dobby. Ah, Dobby ist schwer. Weil, to be honest, mit Dobby ein Butterbier trinken. Ich glaube, der könnte nerven. Und ich glaube auch, wenn der so trinken würde, wäre er irgendwann dann nicht mehr so witzig. Dann wäre der so sehr traurig oder sauer. Ich mag ihn halt trotzdem sehr gerne, ne? Also Dobby ist halt schon eine coole Sau. Das ist schwer. Na, also er ist ja natürlich nicht jemand, wo man nicht weiß, was er irgendwie zur Storyline beigetragen haben könnte oder so. Aber ich würde ihn trotzdem so ein bisschen bei wer, weil ich glaube, ich wäre nicht so gern mit Dobby befreundet. Ist zwar ein Cutie, ich glaube, so für den Alltag ein bisschen anstrengend. Weiter geht's. Draco Malfoy. Ich mag Draco auch sehr gerne und ich kann jetzt aber nicht anfangen, oben bei Erwartungen übertroffen, neben Bellatrix Lestrange noch Draco Malfoy einzuloggen. Und Dobby da unten. Genauso wie Bellatrix. Ich mag ihn viel lieber als so Bösewicht, als irgendwie Lord Voldemort. Ach, ich weiß nicht, ich finde Draco richtig cool. Ich glaube, er ist irgendwie oben bei absolute Lieblingscharaktere. Bleib so, wie du bist. Ich mag ihn einfach sehr gerne für die Storyline. Ich mag sehr gerne, dass er so das Gegenüber von Harry ist und dass sie so gemeinsam groß geworden sind und aufgewachsen sind und immer sich gegenseitig so gepusht haben und so. Ich mag ihn sehr gerne. Oben bei absolute Lieblingscharaktere. Draco Malfoy. Hätte ich jetzt selber irgendwie nicht gedacht. Nächster Charakter. Dumbledore. Ah, ich mag Dumbledore halt gar nicht, ne? Ich finde, er hat zu oft jeden in Gefahr gebracht, ohne die Leute in seine Pläne einzuweihen. Klar, er hatte immer so ein großes Bild im Kopf und er hat immer versucht, dann alle zu retten und immer das Wohl von allen über das Wohl von Harry zum Beispiel gestellt. Er wollte ja, dass Harry sich am Ende opfert. Und der wollte ja, dass das alles darauf hinausläuft. Deswegen mag ich ihn gar nicht. Es tut mir leid, aber ich muss ihn nach ganz unten einloggen. Tut mir leid, Dumbledore. Weiter geht's mit Professor Flitwick. Also er ist mir so ein bisschen, er ist so ein bisschen egal, so vom Gefühl her. Deswegen würde ich ihn halt, ich würde ihn nicht bei Butterbier einordnen, ich würde ihn bei wer einordnen. Ich bin so, ja, super. Dann geht's weiter mit Fleur Delacour. Fleur. Also man hat ja nicht viel von ihr mitbekommen. Sie war nur einen Film dabei und dann später halt nochmal. Ich glaube, sie ist ganz cool. Ich glaube, sie hat viel in ihrem Leben geschafft, dass sie halt auch beim Trimagischen Turnier angetreten ist. Ich glaube, sie hat große Pläne in ihrem Leben. Ich glaube, sie hat viele Ziele und ich glaube, sie ist eine coole Person, mit der man auch mal irgendwie was trinken gehen könnte. Ich würde ein Bier mit ihr trinken. Ja, in die Mitte. Weiter geht's mit Ginny Weasley. Ah, da ist aber wieder das Problem, dass ich so denke, Buch Ginny war so cool und Film Ginny ist halt
halt nicht so cool. Ich würde sie gerne halt nach oben, weil eigentlich ist sie einer meiner Lieblingscharaktere, aber halt nicht im Film. Sie wäre, wenn sie so Buch-Ginny wäre, wäre sie bei Erwartungen übertroffen. Aber weil es so ein bisschen um die Filme geht, muss ich sie leider in der Mitte einordnen, was auch noch okay ist. Mit dir würde ich im Buddha betrinken gehen, auch noch okay. Ich finde es immer noch eine coole Truppe da. Finde ich gut. Harry Potter. Harry. Ich so, wer? Ich mag auch Buch-Harry viel lieber als Film-Harry. Kein absoluter Lieblingscharakter. Er ist auch nicht Erwartungen übertroffen. Er wird irgendwo in die Mitte passen, sogar eher weiter unten. Also ich mag jetzt zum Beispiel Ginny lieber als Harry. Aber ich kann ihn halt nicht bei wer. Ich kann ihn auch nicht unten. Es ist unfassbar schwer. Du kommst in die Kategorie wer? Es tut mir leid, Harry, das Gedicht wollte es so. Das Ding ist, ich sehe Harry schon in dieser Gruppe beim Butterbier trinken und es wird die ganze Zeit nur um ihn gehen. Deswegen muss er nach da unten. Weiter geht's. Hermine Granger. Muah. Muss ich noch was sagen? Absoluter Lebenscharakter, bleib so wie du bist. Ich liebe halt Hermine. Sie ist mein favorite character of all time. Es gibt auch sehr viele Hermine und Draco-Shipper. Da habe ich auch sehr viele Sachen zugesehen. Ich fühle die auch ein bisschen. Aber ja, ganz oben. Machen wir weiter mit Lucius Malfoy. Ich glaube, den kann ich getrost ganz unten bei Avada Kedavra machen. Weil der ist nicht nur böse, der ist einfach gemein zu allen. Und was er Ginny angetan hat, auch gemein. Wie er Dobby behandelt hat, was ist los mit ihm? Er gehört da ganz unten. Er gehört da ganz unten. Ja. Dann geht's weiter mit Luna. Luna Lovegood. Luna, ich mag sie auch sehr. Ob ich mit ihrem Butterbier trinken gehen würde? Oder sogar Erwartungen übertroffen? Ja, Erwartungen übertroffen. Ich mag sie sehr gerne. Minerva McGonagall. So in dieser Gruppe mit den Leuten, mit denen ich Butterbier trinken gehen würde. Minerva McGonagall. Aber ich glaube, mit ihr könnte man auch Spaß haben. Komm, Erwartungen übertroffen? Nee, dafür habe ich nicht so eine emotionale Bindung zu McGonagall. Aber mit dir würde ich ein Butterbier trinken gehen. Ja. Neville Longbottom. Ja, ja gut. Okay, das Bild, was da jetzt drin ist, ist irgendwie in Film 1 entstanden. Da jetzt nicht, aber später, ich würde schon sagen, dass er ein guter, mit dem würde ich ein Butterbier trinken gehen, Charakter ist. Der würde in die Gruppe gut reinpassen, mit McGonagall. Das ist so ein gutes Mittelmaß. Das ist eine gute Erklärung, ne? Die Mitte füllt sich langsam. Ich muss mal gucken, dass ich welche oben und unten einlogge. Ah, Peter Pettigrew. Super. Aber da geht er aber ganz unten. Jetzt nicht auch nur, weil er böse ist. Ich meine, ich habe Bellatrix auch nach oben irgendwo eingeloggt. Sondern einfach, weil er so, weil er auch fies ist, weil er gemein ist und weil er seine Freunde verraten hat. Absolut nach unten. Lupin! Ah, Lupin. Zu dem habe ich sogar noch eine größere Verbindung als zu dem mit dem Butterbier trinken. Ich glaube, weil er so generell so ein schweres Leben hatte und wie er auch introduced wurde und irgendwie. Ach, er ist einfach so eine gute Seele, trotz allem. Und er kann ja nichts dafür, dass er ein Werwolf ist. Ach, ich würde ihn bei Erwartungen übertroffen sogar reinmachen. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Dann, Ron Weasley. Ich bin Ron. Ron Weasley. Wo logge ich Ron ein? Wie könntest du es wagen, das Auto zu stehlen? Ach, Ron, ich weiß ja nicht. Er ist auch nicht, ich denke auch nicht immer so, boah, Ron, volle super Charakter. Aber schon, er ist schon funny. Ich mag ihn lieber als Harry. Ich mag ihn weniger als Hermine. Er muss irgendwo bei Erwartungen übertroffen oder Butterbier sein. Und ich glaube, ich würde ihn eher bei Butterbier einloggen, tatsächlich. Ja, er ist in der Butterbier-Gang. Hagrid! Erwartungen übertroffen. Ich mag ihn gerne. Er ist schon ja sowas wie eine Vaterfigur für Harry geworden. Und für alle Kids. Und er ist immer lieb und nett und ihm werden immer nur Dinge in die Schuhe geschoben. Er kann gar nichts dafür. Er ist einfach super. Ich mag Hagrid sehr gerne. Erwartungen übertroffen. Oh yeah. Oh nein, Snape! Das finde ich jetzt sehr schwer. Weil es gibt ja Leute, die Severus Snape über alles lieben. Ich bin da nicht so. Ich bin nicht so der größte Snape-Fan. Ich will jetzt auch nicht unbedingt ein Butterbier mit ihm trinken gehen, ne? Ich stelle mir gerade vor, ob Snape so richtig Freunde hat. Ob er dann viel lachen würde, ob die viel diskutieren würden. Aber tatsächlich, also er ist mir ein bisschen egal. Ich würde ihn eher bei, ich sehe ihn da mit Harry so in der Kategorie, so ein bisschen so, ja, ich meine, Harry ist ja auch wichtig für Harry Potter, aber ich so, ja, so vom Wichtigkeitsgrad her für mich, und das ist ja eine sehr subjektive Meinung hier, würde ich ihn bei relativ weit unten einloggen, deswegen, wer? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wo ihr ihn eingeloggt hättet. Weiter geht's mit Trelawney, die Gute. Ich kann mich nur daran erinnern, wie sie rausgeschmissen wurde von Umbridge. So viel hatte sie gar nicht, ne? Ja, ich glaube, ich muss sie auch so ein bisschen bei wer einloggen. Ich bin so, ja, ich habe so keine Verbindung zu ihr. Ein bisschen sad, wie viel ich da unten einlogge. Sirius Black! Okay, ich mag Sirius sehr gerne. Wenn da James noch dabei, dann würde ich den wahrscheinlich auch ganz oben einloggen. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir noch mehr an Sirius liegt als an Lupin oder den da unten. Deswegen ist Sirius ganz oben bei absoluter Lieblingscharaktere. Bleib so, wie du bist. Alter, jetzt sind Voldemort. Ja, komm, absoluter Lieblingscharakter. Nicht. Aber da geht aber. Jetzt nicht nur, weil er Voldemort ist, sondern weil es halt einfach so. Ich habe ja eben schon gesagt, mir gefällt Draco so als Bösewicht mehr und mir gefällt Bellatrix als Bösewichtin mehr. Und ja, deswegen
Voldemort ist für mich so, ja, so ein Übel, was halt immer wieder kommt, ne? Aber ich mag auch ihn nicht so. Okay, also das ist meine Liste. Ich bin ganz happy, dass nicht alles irgendwie, also es ist schon sehr viel in der Mitte, aber ich bin ganz happy, dass sich so das ein bisschen verteilt hat. Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass Dumbledore und Voldemort unten ganz unten in derselben Kategorie sind. Genauso wie ich Draco irgendwie nicht da ganz oben gesehen habe am Anfang. Aber okay, ich bin trotzdem happy damit. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Charaktere beim zweiten Teil dabei sein sollten. Und wenn ihr jetzt noch mehr Lust habt auf Harry Potter, dann schaut gerne mal hier oben vorbei. Da habe ich mit Kadi gemeinsam Harry Potter Szenen nachgemalt und versucht, die zu erraten. Und hier unten kommt ihr zum neuesten Video von Offen und Ehrlich. Da geht es um Zeitreisen auf TikTok. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!